der Europapokal-Qualifikationsbums, der immer Anfang Juli beginnt, ist die Europameisterschaft des kleinen Mannes. Das ist einfach so. Besonders hier in der Qualifikationsrunde zur Conference League, dem bisher ja stiefmütterlich vernachlässigten Wettbewerb der UEFA. In der ersten Runde, wo sich der Verein aus Ljubljana, der NK Bravo, das erste Mal qualifiziert hat als slowenischer Vierter gegen Connors Quay Normads aus Wales. Es sind aus dem schönen Städtchen Flint exakt 11 Gäste hier angereist. Den weiten Weg zum Rückspiel nächste Woche in Wales möchte ich nicht dabei sein, aber ja, das ist vielleicht wirklich diese Faszination Europapokal, wenn es heiß ist, wenn die kleinen Wurstteams gegeneinander spielen und fernab jeder EM und der Technik gibt es hier auch noch richtige Eintrittskarten. Wenn auch nur entsprechend aus so einer Art Drucker ausgedruckt, aber da steht alles drauf, Vereinswappen ist drauf. Ich bin ja Eintrittskarten für die Schiss, wisst ihr ja. Ich feiere die Dinger noch ab. Gab's auch online, also sprich wieder mit QR-Code, aber gab's auch hier vor Ort noch ausgedruckt. Die 10 Euro wird es mir wert. So, was ist jetzt? Eine Auswechslung? Also es sind vielleicht hier 300, 350 Leute auf so einer schrammeligen Haupttribüne. Das ist halt echt, das lockt die Massen nicht an, ne? Aber um das Ganze mal bildlich zu veranschaulichen, in der Footballogy-App haben sich mittlerweile hier 24 Fußball-Enthusiasten angemeldet. Das muss man sich mal vorstellen, kann sich kein Mensch vorstellen. Bei so einem Rotzspiel, erste Qualifikationsrunde zur Conference League, erstes Spiel überhaupt mit solchen zwei Wurstteams und du hast hier 24 Leute, die sagen, ja geil, das trage ich sogar noch meine App ein. Also kann mir doch keiner erzählen, dass Europapokal-Qualifikationsbums nicht pure Emotionen hervorzaubern. Mein Glücksgelee ist demnächst am Sprudeln. Also, wenn ihr im Sommer nichts zu tun habt, schön Urlaubszeit, Conference League, UEFA Cup oder auch Champions League Qualifikation, immer ab Juli, ab August, da ist immer was. Und da hat man hier so was ganz, ganz Schönes, herrlich. Ich bin Fan.